Yo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, in dem heutigen Video möchte ich euch die neue Verglitschungsmethode für den Giftgas Friends Glitch zeigen. Dafür braucht ihr einfach nur einen Nachtclub und ist ja völlig egal, ob da Autos drin stehen oder nicht. Ihr benötigt einfach nur den Nachtclub. Ebenso benötigt ihr dann einen Freund. Und ja, begibt euch einfach mit eurem Freund entweder in eine Freundessitzung oder in eine Einladungssitzung. Und euer Freund sollte sich dann in einen Job für einen Titan begeben. Wenn euer Freund dann in dem Job dann drin ist, dann müsst ihr es schon so vorbereiten, dass ihr ihn mit Doppel-PSN drücken dann beitreten könnt. Ich werde es euch gerade einmal zeigen. In meinem Fall mache ich das alles mit dem Lookman. Grüße gehen auf jeden Fall raus. So, warten wir, bis das Profil geladen ist. Zack, dann gehen wir auf aktuelles Spiel. So, und wenn wir jetzt Doppel-PSN-Taste drücken, sind wir wieder zurück im Spiel. Und wenn wir jetzt nochmal Doppel-PSN-Taste drücken, können wir unserem Freund beitreten. So, wenn ihr das dann soweit vorbereitet habt, dann können wir auch schon direkt losstarten. Ihr geht einfach nur hinten zu der Nachtclub-Garage hin. Und sobald euer Charakter sich anfängt zu bücken, einfach Doppel-PSN-Taste drücken, beitreten und einfach X durchspammen. Alle Meldungen, die X durchspammen. Und dann werden wir jetzt in den Job geladen und haben einen ganz kurzen, verglitschten Hintergrund. So, da ist der verglitschte Hintergrund auf jeden Fall perfekt. Wir werden kurz in den Job geladen, gehen wir einfach kurz aus dem Job dann wieder raus. So, und wenn wir dann gespawnt sind, dann werdet ihr auf jeden Fall merken, dass die Minimap unten links weg ist. So, und ihr seht, unten links ist jetzt die Minimap verschwunden. Das ist auf jeden Fall perfekt. Als nächstes begebt euch einfach zur Straße und klaut euch irgendeine NPC-Karre. Und ja, es ist wirklich wichtig, dass ihr euch eine NPC-Karre klaut und kein eigenes Fahrzeug, weil sonst wird es leider nicht funktionieren. So, ich klaue mir jetzt eine NPC-Karre. Dann fahren wir einfach wieder zur Nachtclub-Garage. Einfach in den Eingang reinfahren, X drücken, Meldung bestätigen und ihr habt jetzt einen flackernden Hintergrund. Wenn ihr den flackernden Hintergrund habt, einfach Dreieck drücken, um auszusteigen. Und nun seid ihr wieder gespawnt und jetzt seid ihr eigentlich schon verglitscht. Ihr könnt das jetzt noch einmal testen, indem ihr dann einfach ins Interaktionsmenü reingeht, dann entweder den RC Bandito oder den ferngesteuerten Panzer dann anfordert. Ihr geht einfach rein, direkt wieder raus, mit Dreieck verlassen. Und wenn ihr jetzt blinkend spawnt, so wie ich, seid ihr verglitscht und könnt euch dann zum Nullpunkt begeben und dann den Giftcastle Friends Glitch dann vollziehen. So, seid ihr dann am Nullpunkt angekommen, geht einfach in das Interaktionsmenü, Sonderfahrzeuge und fordert eure MOC an und irgendein Fahrzeug, was ihr nicht mehr benötigt. Und ja, falls ihr kein Auto mehr übrig habt, dann holt euch einfach einen kostenlosen Elegy oder eine Faggio, je nachdem. So, ich in meinem Fall nehme einfach irgendein Auto aus der Arena-Werkstatt und zwar nehme ich den alten Toreado von mir, da ich ihn nicht mehr brauche. In der Zwischenzeit müsste die MOC auch schon angekommen sein. Wunderbar. So, dann warten wir einmal auf das persönliche Fahrzeug. So, da ist gerade eingetroffen. Einfach in das Fahrzeug einsteigen. Euren Freund noch einsteigen lassen. Euer Freund sollte dann entweder ins Pausenmenü gehen oder in die Franklin-Meldung reingehen. So, dann fahren wir einfach mit dem Auto hinter die MOC. Drücken Steuerkreuz nach rechts, alle Meldungen durchspammen. Warten, bis der Freund ausgestiegen ist. Dann fahren wir jetzt ein paar Meter nach hinten. So, dann gehen wir jetzt ungefähr für 5 Sekunden in die Franklin-Meldung rein. Mit Kreis verlassen. So, dann gehen wir jetzt in den MOC rein, allein eintreten und jetzt gehen wir noch einmal in die Franklin-Meldung rein. Wieder verlassen mit Kreis. Und nun warten wir, bis wir unsichtbar oben wieder gespawnt sind. Und dann können wir uns die Karre ziehen, die wir haben wollen. Und ja, das war es auf jeden Fall schon. Wenn ihr euch jetzt noch weitere Karren ziehen wollt, dann ja, holt euch einfach noch ein paar Elegies oder halt Autos, die ihr nicht mehr benötigt. Und wenn ihr fertig seid mit dem Giftcastle Friends, dann begibt euch einfach zur Casino-Garage
Geht einmal in die Casino-Garage rein und wieder raus und schon seid ihr wieder entglitscht. Und ja, das war's auf jeden Fall schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.